Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen weiter. Ne? Also, ich finde das logisch. Ich möchte innerlich schreien. Ich möchte innerlich schreien. Ah. Okay, also, was ich jetzt bei diesem Rätsel bisher festgestellt habe, hier scheint das Ziel zu sein. Denn ich muss hier hin. Und das ist bisher die einzige Stelle, wo ich noch nicht war. Das heißt, ich habe hier irgendeinen Zugang. Jetzt müssen wir gerade rausfinden, welcher es ist. So, check. Wir klappern jetzt erstmal alle ab. Der ist es nicht. Okay, hier komme ich am Anfang hin. Der Schaman ist irgendwie niedlich. Der ist auch nicht. Ah. Okay, was mit dem oberen? Ja! Da hat er die Lösung. Thanks. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. So, Rätsel gelöst. Geht doch. Ja? Frag ihn mal nach dem Rätsel mit der Gedächtnisstütze. Ich habe keine Ahnung, welches Rätsel du meinst. Wow, hast du sie gefunden? Ja, es war ja auch nicht so schwer. Das Rätsel war ja auch lösbar, ne? Das war jetzt ja nicht das Schwerste. Das mit dem Opa? Mit dem Opa? Das mit dem Opa? Das Rätsel mit dem Opa? Was war denn das Rätsel mit dem Opa? Habe ich schon wahrscheinlich wieder vergessen, ne? Was vor 4 Wochen war, habe ich vergessen. Mein Gott, ich bin alt! Ich bin alt! So was vergesse ich. Ist der Medizinmann jetzt beim Indianerfriedhof? Ach Gott! Das mit dem hängenden Opa. Oh Gott, ja, mit dem ein Tier, eine Frucht und eine Emotion. Oh Gott, war das bescheuert. Ja, ich erinnere mich dran. Oh cool, hier hängt der Schamane und er frisst Junkfood. Nice. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kleiner. Kleiner, ja, er war vorhin weiter weg. Es sah nach etwas Essbarem aus, aber es roch nach einem verendeten Tier. Wir nehmen Junkfood. Wir nehmen es einfach. Warum? Weil wir es können. Geil, Junkfood. Wir sprechen mit dem Schamanen. Mom, kurz AFK. Re. Alles klar. Nee, sie meinte den hängenden Opa in der Abstellkammer. Der die Lösung für das Ritterrätsel gibt. AFK, Rauchzeichen, Baby. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Mit einem Apache. Oh, voll der Smiley bei ihrem Kopf. Oh, wie süß. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß. Jetzt will mit einem. Okay, das scheint nicht die Lösung zu sein. Es sah nach etwas, aber es. Schmeiß es ins Feuer! Hey. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Okay, ist das schon die Lösung? Muss ich wieder in die normale Welt und mit Feuer spielen? Einstellen? Das kannst du gerne behalten. Die Kojoten waren bereits dran. Jetzt kann man damit nur noch die Geier füttern.
Na, oder wir gehen zum Geier und er freut sich über verwestes Essen. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit. Hallo, lieber Geier. Ich fütter dich eine Runde. So. Hey, du geiles Geierstück. Guck mal hier, Junkfood. Steht doch jeder. Was ist das? Habe ich dich da etwa verdorbenes Fleisch? Aha. Verdammt. Dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu kreisen. Da habe ich wohl meinen Einsatz verpasst. Wenn dich jemand fragt, kannst du bitte einfach erzählen, dass ich gekreist habe? Ja, übertreib auch gerne ein bisschen. Bau einen Looping ein, du weißt schon. Und das nächste Mal kreise ich auch wieder. Ehrenwort. Okay, und jetzt? Was ist das? Aha. Verdammt, da habe ich... Wenn übertreib... Und das nächste... Okay, hä? Das Essen hatte schon lange genug in der Sonne gelegen. Ich will die Zeit ja zurückdrehen mit dem Essen. Ich will's drauflegen und wieder gesund machen. Das Essen hatte schon lange genug in der Sonne gelegen. Okay, 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 okay. Also nein, funktioniert nicht. Ich wüsste auch nicht, wen ich jetzt mit verwestem Essen irgendwie ködern sollte. Also bleibt mir ja technisch... Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Oh Gott, der Hund macht mich fertig. Wir kühlen das Junkfood jetzt. Das musste nicht gekühlt werden. Lilly fand es auch so schon cool genug. Okay, meine Vermutung. Ich gehe jetzt in die reale Welt, klicke an, dass ich mit Feuer spielen darf und dann schmeiße ich das Ganze nochmal ins Feuer. Wie den Ring. Der musste auch ins Feuer geworfen werden. Oh Gott, Lilly wird nachher noch ein Kaffee-Junkie bei mir, wenn das so weitergeht. Der liegt da immer noch. Okay, Feuer machen erlauben wir jetzt. Das Geld nehmen? Ne, leider nicht. Es wird nochmal kurz laut, wenn wir müssen Harvey rufen. Jetzt kann ich das mittlerweile wegknollen. Boogie. Yeah, Boogie. Okay. Ich darf jetzt mit Feuer spielen. Das heißt, ich darf die Pizza jetzt verbrennen, was immer mir das auch bringen wird. Warte mal, Proviant? Okay, wir versuchen erst die Pizza zu verbrennen. Das war der Plan A. Ja, das war der Plan A. Na komm, Junkfood verbrennen. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß das noch lange nicht, dass sie gleich all ihre Sachen in Brand stecken musste. Sie sparte sich diese Option lieber für die passende Gelegenheit auf. Als Lilly in die Flammen starrte, wurde ihr plötzlich ganz duselig. Hey. Na, Lilly, hat dir der kleine Ausflug Spaß gemacht? Aha. Ach, ich finde Lilly leider sehr niedlich. Okay, wir haben hier immer noch eine Tasche. In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cashcow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Eine Möglichkeit, dass ich die Pizza da jetzt reinschiebe. Auch wenn es vergammelt ist. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Die Cashcow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Genoveva, nein, das ist nicht die Sache, sondern weil sie wirklich so furchtbar niedlich macht und auch so die Mimiken und so. Ach, das ist schon niedlich. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Ja. Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Mine nicht verraten. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Lilly hatte kein Interesse. Komm, vielleicht. Okay,
vielleicht müssen wir auch einfach die Szene verlassen und wieder rausgehen und hoffen, dass die... Hm. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Habt ihr es gehört? Ja! So, und ich finde den Weg nicht, aber der Geier findet ihn. Jawohl! Die Geier kreisten über einem bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Bam, Baby! Alles gelöst, bis auf die Flunder. Ja, die Flunder, die war nicht möglich. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Okay, schauen wir uns an, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben ja einen Wendigo. Dem Geruch zufolge musste das dieser Wendigo sein. Der Schamane hatte recht behalten. Er stank wirklich bestialisch. Okay, bevor wir jetzt den Wendigo machen, sprechen wir mit Poki. Poki hat ja gesagt, er spoilert nicht mehr. Ja, hier sehen wir einen weiteren HW-Dämon, und zwar den etwas trägen Wendigo und den übervorsichtigen vor allen Dingen. Das ist wieder ein Sachverhalt bzw. eine Figur, die über René reingekommen ist. Keine Ahnung, wo er das ausgegraben hat. Ich kannte es vorher nicht, die Figur des Wendigo. Also so eine Art Dämon im indianischen Brauchtum, wenn man das so sagen kann, in der Kultur dort ist. Und wir haben ihn für unsere Zwecke etwas uminterpretiert. Auch wieder hervorragend eingesprochen von unserem Alex. Besonders freue ich mich in diesem Screen über, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon verraten darf. Wahrscheinlich verrate ich es lieber nicht, sondern mache nur geheimnisvolle Andeutungen über die Möglichkeit hier nach unserem Öko-Thriller A New Beginning, bei dem wir natürlich eine total voll ökologisch abbaubare Message abgeliefert haben, also eine sehr politisch korrekte Aussage getroffen haben, dass wir hier mal die Möglichkeit haben, so richtig der Umwelt ordentlich Schaden zuzufügen. Das ist ein bisschen erleichternd, tatsächlich. Und es ist ja nur in Lilis Traumwelt, also alles gut. Okay. Schauen wir mal, was der Wendigo für ein Rätsel für uns hat. Ich gehe einfach ins Versteck, ignorieren einfach. Ist eine gute Idee, oder? Du solltest lieber nicht in die Mine gehen. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Na, dann sprechen wir mal mit Wendigo. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Wache. Guten Abend. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Aha. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Wie sprichst du eigentlich aus? Huset oder Huset? Okay, was mache ich denn jetzt? Ich habe nichts im Inventar. Du brauchst erst gar nichts Komisches zu versuchen. Ich bleibe hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Dann gehe ich da jetzt einfach rein. Du solltest lieber nicht in die Mine gehen. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahr... Hä? Warum ist er denn so stur? Guck mal jetzt. Hä? Du brauchst erst gar nichts Komisches zu versuchen. Ich bleibe hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Hä?
Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Ah, muss ich die Sonne vielleicht drehen? Die Geier dort... hat nichts gebracht. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Was ist denn die Lösung? Du brauchst erst gar nichts. Ich bleibe hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Hä? Normalerweise gibt es ja irgendwas an diesen Bildern, wo ich ranklicken kann oder sonstiges. Du solltest lieber nicht in die Mine gehen. Sie ist einsturzgift und dunkel wie ein Büff. Wer weiß, was... Okay, wenn ich hier keine Lösung habe, muss sie ja irgendwo im anderen Screen sein. Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich nochmal zum Indianerfriedhof? Oder muss ich doch vielleicht im Hinterhof? Jo, alles klar, Yoshi, weiß ich Bescheid. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Ach, du schon wieder. Leider habe ich keine gratis, auch wenn du immer noch so aussiehst. Die Sache oder... Also hier bekomme ich anscheinend nichts. Ich brauche jetzt irgendwas, um den Wendigo da nach oben zu kriegen. Also... hier werde ich auch nicht fündig. Heißt das doch jetzt doch zum Indianerfriedhof? Was mache ich denn da? Der sitzt voll rum. Jeder andere war direkt irgendwie instant getriggert. Buh. Hallo Kleine. Immer noch tot? Denk das nächste Mal bitte da. Ohne Klein. Okay. Was ist mit dem Schaman? Mom. Kurz AFK. Re. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Mit einem Apache. Das ist leider so eine Idee. Apache-Kampfhubschrauber. Ja, aber what the fuck? Okay, hier werde ich auch nicht schlauer. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kleiner. Wie springt der Wendigogo denn an? Es gibt auch einen Apache-Kampfhubschrauber. Ich stehe auf Apache-Kampfhubschrauber. Muss ich die Zigarre nehmen? Hey! Nur eine Zigarre zum Mitspieler! Bell, bell, bell. Bell, bell, bell. Okay. Hilft mir der Barmann nochmal? Ich werde den Limbus vermissen. Zu Lebzeiten gab es immer Ärger, wenn ich mich in fremden Schränken versteckt habe. Dem Barmann schien es gut zu gehen. Gott sei Dank. Hä? Hier hatte jemand vergessen, seine Eiswürfel aufzulutschen. So eine Verschwendung. Ich habe nichts im Inventar, um ihn zu triggern. Und draußen dürfte, glaube ich, auch nichts sein, oder? Liegt hier vielleicht noch Geld auf den Augen des Barmanns, was ich nehmen kann, und mit einer neuen Flunde? Mit dem Barmann kann ich nicht mehr reden. Obwohl hier alles angetriggert wird. Okay. Schade. Jetzt habe ich immer noch ein Cocktailalbum. Der Barmann hatte bereits eine beachtliche Delle. Es geht bei einem, oder? Verdammt! Also muss die Lösung wieder da irgendwo sein. Killed by Death, wer kennt ihn nicht? Also ist die Lösung irgendwo in der Welt. Aber wie kriege ich dieses faule Stück da aufzustehen? Wenn ich hier nichts habe, mit dem ich interagieren kann. Ich habe ja wirklich nichts, das ist ja mein Problem.
Die Geier. Dort musste sich... Oh, ich gehe nochmal zurück. Also nicht, dass es was bringt, aber ich habe ja hier unten auch... Ne? Ich habe zum Klicken den Wendigo, die Prärie, den Himmel und das Versteck. Was ist denn dein Problem? Du brauchst erst gar nichts Komisches zu versuchen. Ich bleibe hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Ja, aber ich will, dass es Nacht wird. Dem Geruch zuvor der Schwer. Verdammt! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Sly. Ciao.